Scheiße rüber. Es ist gerade ein... Wow, ist fast die Kamera rausgefallen. Alter. Ist ein bisschen verrückt hier. Nee, habe ich nicht. Alter, ich glaube, ich habe mir so viel Leben drin. Ja, Risiko. Eigentlich wollte ich gar keinen Vlog heute machen, aber Simon stand einfach gerade auf einmal vor meiner Tür. Ich dachte, er ist irgendwo auf der Welt. Also ich dachte, er ist in Hamburg oder so. Aber er ist einfach in Köln gewesen vor meiner Tür. Jetzt fahren wir zusammen in den Longboard. Irgendwo sind auch noch Peter und Palle. Die joggen nämlich. Wir fahren hier auf dem Board. Bisschen chilliger rum. Und ich dachte, ich nehme euch einfach hier mal in Köln mit ausnahmsweise. Oh, Scheiße! Entschuldigung! Warum mach ich das? Gut, einfach mal Longboard zu fahren und dann auch zusammen mit Simon. Ich war ja schon richtig lange nicht mehr hier im Park. Echt? Was ist hier los? Was bauen die hier auf? Das ist das Dena-Fest für King Long und Dena. Ah. Weil zu Ehren, weil es kommt ja bald Varo. Ja. Und die denken, du gewinnst. Also ich glaube, dass die da irgendwo sind, ehrlich gesagt. Wir sind ja eigentlich auf der Suche die ganze Zeit nach Palle und nach Peter, die joggen, aber die scheinen ultra schnell joggen. Also die joggen so. Wir wollten nur kurz ein Instagram-Foto machen. Ich bin Palle, pass auf. Palle der Kugelbissen. Aber der hat gar kein Wort. Ach so. Verloren. Scheiße. Die sind weg. Wir haben zwar unser Klavier wiedergefunden. Das hier. Das ist nett, dass sie das hier aufgebaut haben. Also Palle und Peter sind anscheinend schneller als wir. Wir sind dumm, wir sind falscher Weg gegangen. Ja, wir sollten denen ja nachfahren. Wir waren zu langsam. Wir sind jetzt hier am Dom, am Hauptbahnhof. Könnt ihr ein Foto mit euch machen? Ja, klar. Alter, nice. Ey, ich feiere eure Videos. Vielen Dank, Leute. Danke. Sehr geil. Ja, mega. Vielen Dank. Dankeschön. Wir haben euch gesucht, wie kann das denn sein? Ganz ehrlich, wenn ich laufe, wie Flash ab. Alter, hast du geduscht? Ich hab gerade geduscht, ja. Alter, Palle ist schon geduscht, wir sind ja super langsam gewesen. Ja. Wir haben die Longboard-Tour gefaked. Jetzt gib mir doch mal einen Schlüssel, weil ich stehe hier immer noch so. Ich glaube, irgendwann laufe ich nochmal bei euch mit. Also nicht fahren, sondern laufe ich mit. Du bist immer eingeladen, ja? Ins Laufen zu gehen. Mann, laufen gar keinen Bock. Nee. Das war Spaß. Doch, ich laufe mit, Leute. Soll ich nochmal mitlaufen? Ich laufe heute noch alles so. Geht jemand was essen noch? Ich muss noch zwei Videos machen. Ich habe halt mit Peter eben mal Indigo gegessen. Ich bin nicht so mega verrückt. Eine Kleinigkeit würde ich vielleicht später essen gehen. Die Frage ist, wo? Okay, Leute, ich bin zurück in meiner Wohnung und ich bin irgendwie einfach mega glücklich. Was soll ich sagen? Es war einfach total. Ich bin in letzter Zeit richtig in Stress. Ich glaube, ich sage euch auch gleich noch warum. Ich habe bald privat im Moment ein großes Ding am Laufen, wo ich sehr viel Zeit für aufwenden muss. Ich komme dazu aber gleich noch. Aber dazu kommt mal noch was anderes und dann auf einmal stand Simon vor der Tür, so hat geklingelt. Ich dachte, hey, wer klingelt um diese Uhrzeiten jetzt? Auf einmal stand halt Simon und Patrick und Peter, die joggen wollten und Simon eben daneben herfahren wollte mit dem Board und dann bin ich da einfach mitgekommen. Und ich dachte, wusste nicht mal, dass Simon überhaupt hier ist. Ich dachte, er ist in Hamburg und oder sonst irgendwo auf der Welt. Er ist ja, macht immer jetzt seine Weltreise, beziehungsweise jetzt pausiert er ja seine Weltreise, hat er gesagt. Und bleibt ein bisschen hier. Deswegen ist es ganz cool, ihn mal häufiger zu sehen. Und es war halt eine Befreiung, jetzt gerade einfach mal zu fahren. Das, was zum einen daran liegt, dass ich die letzten Tage so wenig Zeit hatte für irgendwas einfach. Das war, ich glaube, ich hatte dieses Jahr noch keine Zeit im Jahr, wo es so stressig war wie jetzt. Was wieder vorübergeht, was im Moment ist, was ich mir auch selbst ausgesucht habe, aber es
kostet halt auf jeden Fall Unmengen an Energie, deswegen und an auch an irgendwie Motivation, an Inspiration, an Lebenslust, also nicht, dass es jetzt irgendwie total jetzt Lebenslust jetzt sehr negativ an, wenn ich das so sage, aber ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr jetzt für die Schule irgendwie vieles für Studium, richtig viel lernen, was immer auf der Arbeit richtig viel zu tun hat, dann und nur noch da drin steckt, dann kann man irgendwann nicht mehr, dann ist man irgendwie leer, also ich fühle mich dann immer so richtig leer gesaugt. Und deswegen, es hat mir einfach richtig gut getan, heute das gerade eben hier halt mal für die Stunde da mal zu machen. Und ganz spontan eben auch einfach das Video zu machen. Simon hat einfach zwischendurch halt, wie er es halt macht, er macht ja jeden Tag jetzt seinen Vlog. Und, oder schon eine ganze Zeit, aber jetzt wieder. Und das, dann dachte ich mir, hey, warum mache ich nicht auch einfach hier für euch einen Vlog? Weil eigentlich denke ich mir immer, ich möchte irgendwas Besonderes haben, irgendwas Cooles, einen Anlass für diese Vlogs, wie zum Beispiel eine fette Reise, wo ich euch was zeigen kann. Und gerade beim Kelly Trip, ich habe euch da auch einfach in den letzten, wir wollen übrigens gleich nochmal los zum Essen, aber ich dachte mir jetzt, nein, da bekomme ich gerade eine Nachricht, aber ich habe denen gesagt, es wird noch ein bisschen später, ich möchte noch dieses Video kurz aufnehmen. 10 Minuten müssen sich die kurz gedulden. Aber es ist einfach für mich, das habe ich euch im letzten Kelly Trip Video, letzten West Coast Trip Video gesagt. Diese Reisen sind unendlich cool, weil man so viel sieht und so viele Eindrücke, so viele Erlebnisse hat. Aber ich bin konstant dabei, das zu filmen, das zu gucken, wie man das schneiden kann, konstant unter dem Druck ein gutes Video für diesen Tag rauszuholen. Und das geht auf Dauer nicht gut. Das kann man für 2 Wochen machen und dann richtig durchpowern. Dann hat man aber einfach das Wichtigste der Reise vielleicht sogar verpasst, nämlich das persönliche Erleben, diese Momente, gerade mit anderen Menschen zusammen, eben mit seinen Freunden, wenn man unterwegs ist zum Beispiel. Und das kann auf Dauer nicht gut gehen. So, es macht mir unendlich Spaß, das zu machen. Das ist meine größte Leidenschaft, die ich je in meinem Leben gefunden habe, ist, solche Videos zu machen, solche Vlogs, gerade jetzt die letzten Videos aus den USA, so Roadtrip-mäßig oder auch das Video von meinem Geburtstag aus Vegas. Ich liebe es, solche Videos zu schneiden, ich liebe es, die nachher dann online zu stellen und euer Feedback dazu zu lesen. Und zwischendurch schaue ich mir mal irgendwie ein altes Longmotor wieder an und komme dabei selbst die ganzen Erinnerungen so kommen zurück. Und heute habe ich auch gerade eben da mit Simon haben wir noch mal ein bisschen über Longmotor gesprochen und was wir da gemacht haben und unsere Erlebnisse und so weiter. Ich habe ja mit Simon auch richtig lange nicht gesprochen. Vom Webvideopreis kurz 2-3 Stunden, glaube ich, haben wir noch mal gesprochen, als ich hier war. Und ansonsten war ja die ganze Zeit der Weltreise. Und das ist einfach sehr schön gewesen und hat mich halt einfach jetzt so zum Nachdenken angeregt. Deswegen auch einfach jetzt dieser, ich hoffe übrigens, ich bin überhaupt scharf und so weiter. Ich habe auch heute einfach nur, weil ich hatte nur Gott sei Dank Glicke halt in meinen Rucksack irgendwie dabei gehabt, weil ich die immer dabei habe. Deswegen konnte ich dann überhaupt filmen, weil das war komplett spontan. Und nicht mit dieser fetten großen Kamera, die zwar ein cooles Bild hat, aber eben auch sehr, sehr anspruchsvoll ist und viel Zeit kostet es aufzubauen. Allein hier diese kleine Szene hier aufzubauen hat mich bestimmt 10, 15 Minuten jetzt gedauert. Und das nimmt manchmal eben auch da irgendwie dieses Spontane raus. Und ich weiß nicht mal, weil ich habe an dem Ding kein extra Bildschirm dran. Ich sehe das nicht, wenn ich nicht hinter der Kamera bin. Vielleicht bin ich deswegen unscharf. Aber das macht mir so auch Spaß, mit dieser Kamera eben zu arbeiten und kreativ in der Bildgestaltung sein zu können. Aber es kostet eben auf der anderen Ebene, nämlich der persönlichen, der Vlog-Ebene, der Story praktisch im klassischen Filmsinne so. Aber was halt, wir haben ja keine feste Story, aber einfach das die Erzählebene, die Verbindung zwischen dem Zuschauer und mir, so, die passiert, die kostet es ein bisschen was, wenn man immer extra erstmal alles aufbauen muss, anstatt die Leere zu zücken und dann so kurz zu filmen. Deswegen hat es heute auch mal gut getan, echt nur diese Mini-Kamera zu haben und einfach drauf los zu filmen. Und auch wir sind ja Longboard gefahren hauptsächlich heute. Das war ja wirklich einfach nur diese eine Stunde, die ich da gefilmt habe. Und es hat einfach so viel Spaß gemacht, das alles zu machen. Und trotzdem hatte man genug Zeit zwischendurch, so als ob man eben nicht gar nicht filmen würde, mit miteinander umzugehen. Und der Rest des Tages war auch heute komplett praktisch privat. Es ist halt auch nichts wirklich, also was heißt nichts wert, was nichts passiert, was man nicht filmen könnte. Es ist alles Mögliche passiert, was man filmen könnte. Ich war eben zum großen Teil heute unterwegs, musste verschiedene Sachen machen, große Abenteuer. Ich glaube, das könnte man sehr gut in ein Video packen, aber irgendwie passt das auch eigentlich. Manchmal ist es wichtig, dass man Sachen privat eben macht und dadurch für sich selbst erlebt. Ich habe gerade eben noch mal mit Simon länger gesprochen, eben auch zum Beispiel gesagt, was mir so in den Sinn gekommen ist, dass ich glaube, dass man so viel, wie wir filmen, so viel, wie wir zeigen, so viel, wie wir euch mitteilen, erleben und so weiter,
Das funktioniert nur, wenn wir genug selbst erleben und auch richtig wahrnehmen. Und das geht nicht, wenn man halt nur filmt. Ich möchte das mal vergleichen mit Musikern, die keine neue Musik machen können, wenn sie nicht irgendwie neue Inspiration bekommen, wenn sie ein echtes Leben leben und irgendwie daher irgendwie Inspiration bekommen. Deswegen finde ich, wird wahrscheinlich auch häufig die Musik von Künstlern, wenn sie erfolgreicher werden, bis monotoner, weil sie einfach da so eingebunden sind, so viel unterwegs sind, nur noch auf Shows sind, nur noch auf Tourneen spielen, ansonsten Fernsehshows sind, dann hier rumreisen, immer erkannt werden, was weiß ich, und kein normales Leben mehr führen können und dadurch viel weniger Inspiration irgendwie bekommen können, um eben Musik zu machen. Und so ist es bei YouTubern im Endeffekt auch. Die allermeisten kommen aus irgendeinem Background, wo sie das YouTube-Ding als Hobby gemacht haben und sehr viel sozusagen Background hatten aus ihrem eigentlichen Leben und viel davon erzählen können. Das Problem ist, wenn man ein Vollzeit-YouTuber ist, hat man zwar so viel Zeit, coole Sachen eben für YouTube zu machen. Das kostet Zeit und man hat deswegen nicht unendlich viel Zeit, aber weil man hat eigentlich viel Zeit, nur die investiert man eben da rein, viele fette Sachen für YouTube zu machen. So, aber der Punkt, den ich halt meine, ist, man bekommt sozusagen kein externes Feedback. Man kann nicht Feedback, man bekommt keine externe Inspiration sozusagen wieder rein. Man steckt in dieser Blase, in dieser YouTube-Blase, in diesem Blickwinkel aus YouTube. Man hat nicht mehr das was man vielleicht davor hatte, ich habe nie richtig gearbeitet. Das Einzige, meine einzige Arbeitserfahrung ist, das waren mal ein 6 Wochen Praktikum. Das ist meine längste Arbeitserfahrung sozusagen. So, da, ich denke, ich kann jetzt schon ganz relativ gut einschätzen, wie das ist zu arbeiten. Es liegt mir jetzt nicht vollkommen fern und ich kann es mir gar nicht vorstellen oder so. Aber ich habe jetzt nicht den Background. Aber jetzt bei mir zum Beispiel, ich habe studiert, ich war Schüler, ganz normal eben alles. Und da hat man einfach ein anderes Leben und andere Eindrücke, die man sozusagen dann wieder einbringen kann in dieses ganze YouTube-Ding. Man kann, glaube ich, nicht nur aus YouTube, da ist man in dieser Blase gefangen, so viel machen, sondern man braucht dauernd externe Einflüsse, um sich selbst um bessere Videos zu machen und so weiter. Und ja, Leute, ich komme gerade gleich, aber ich erzähle halt hier gerade ein bisschen was. Deswegen müssen wir noch warten. Ich habe mich auch total verquatscht, es tut mir leid. Aber ich hatte einfach jetzt das Gefühl, ich muss einfach mal wieder irgendwie müssen mit euch reden. Oder was heißt mit euch reden? Ich sehe euch gerade ja gar nicht, aber einfach dadurch, dass ich das hier aufnehme, kommen andere Gedanken in meinen Kopf und andere Strukturen und vieles von dem, was ich jetzt sage, das ist nicht geskriptet oder so, ja, bildet sich nur, weil ich gerade eben drüber spreche und das ist auch wichtig für mich, um irgendwie zu überlegen, was ich wie weitermachen möchte. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, ist, dass ich habe im Moment immer das Problem, dass ich diese großen Reisen mache und coole Bilder mache, coole Sachen, coole Erfahrungen sammle und in neue Orte sehe und so weiter und so fort und das in Videos reinpacke und das ist fett so. Und dann ist die Reise vorbei und dann kommt ein Loch, in dem videotechnisch nichts passiert, in dem ich persönlich auch einfach erstmal Chef bin, erstmal nichts machen möchte und nichts machen im Sinne von Vlog-mäßig. So, ich mache natürlich richtig viele andere Videos in der Zeit Gaming-mäßig, was mir mega viel Spaß macht. Also Gaming, Minecraft Clash zum Beispiel macht einfach richtig, richtig viel Spaß und sich da GTA mit Kev hat manchmal die Momente, wo ich einfach so richtig, da kann man einfach sich richtig reinsetzen und einfach machen und alles andere vergessen und einfach richtig Spaß haben und nachher kommt noch ein Video raus, was hunderttausende Leute irgendwie cool finden. Das ist der Wahnsinn, das macht mega Spaß und da bin ich richtig happy drüber, dass ich das machen kann. Aber meine noch größere Leidenschaft ist eben, das sind Vlogs und vor allem eigentlich auch Reisevlogs und euch Erlebnisse eigentlich, ich bin in dieser prädestinierten Lage, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich eben die ganze Zeit solche großen Reisen machen kann und euch dabei mitnehmen kann und euch sozusagen was zeigen kann, was vielleicht viele nicht so einfach irgendwie sehen können. Einfach mal in die USA reisen zum Beispiel, das ist jetzt nichts, was selbstverständlich ist. Deswegen macht es mir auch besonders viel Spaß, dann euch was zu zeigen und das Feedback zu bekommen, dass es cool für euch ist, das zu sehen, was ihr vielleicht nicht so schnell einfach euch mal irgendwie erleben könnt. Und ja, aber wie ich schon im letzten West Coast Trip Vlog angeschnitten hatte, überlege ich jetzt, und da habe ich auch mit Simon gerade gesprochen, dass ich vielleicht sowas wie heute hier, dass man nur einen sehr kleinen Ausschnitt, aber den dafür viel detaillierter, viel genauer aufnimmt, in ein Video verpackt und ein cooles Erlebnis eben von diesem Tag hat, was man euch als Zuschauer eben zeigen kann. Aber trotzdem eben einen ganz anderen großen Teil des Tages
privat zu haben. Privat zu erleben, privat 100% zu spüren und wahrzunehmen. Also was halt jeder normale Mensch aber macht, was aber als so Vlogger gar nicht so leicht ist, weil man immer den Gedanken daran hat, oh, das sieht geil aus, das müsste ich so filmen, okay, jetzt so filmen und ja, dann stelle ich die Kamera nochmal dahin. Okay, das könnte man so verpacken, das könnte dann im Video so und so aussehen. Ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, wenn man das geht, gut, für eine Zeit. Aber ich komme langsam an den Punkt, wo ich ein bisschen ausgebrannt bin, was das so angeht. Gerade wenn ich, nachdem ich diese lange Reise halt hinter mir hatte und hier zu Hause immer noch erstmal keine Kamera so direkt immer haben. Und ich glaube, dem kann man eben aus dem Weg gehen, wenn man mehr so einzelne Momente verpackt und dafür auch mal mehr Sachen so erlebt. Und da ich auch diese Erlebnisse einfach hat und das eben als neue Inspiration, um wieder zurückzukommen auf das, was ich vorhin erklärt hatte, mit Musikern und so weiter, die Inspiration für ihre Musik brauchen und so, ist es eben auch bei uns. Und ich glaube, das braucht es eben, das brauche ich, damit ich sonst, damit ich einfach insgesamt gute Videos machen kann und einfach da immer wieder neue Energie, neuen Input und so weiter einbringen kann, damit das überhaupt kreativ weiterleben kann. Ich glaube, ich muss langsam runter zu den anderen und wir gehen essen, deswegen versuche ich jetzt mal so irgendwie in dieser Form hier zum Schluss zu kommen. Ich habe euch aber ja gesagt, dass es noch was zu erzählen gibt. Ach komm, vielleicht mache ich es auch in einem anderen Video, aber das könnte, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, vielleicht entscheide ich mich deswegen auch dazu, es gar nicht zu sagen, aber was ich eben jetzt gerade privat halt so wichtig mache, weil ich dachte mir eigentlich, dass ich das auch so ein bisschen privat halten wollte, solange es geht, was wahrscheinlich nicht so lange geht. Ach komm, ich packe es einfach noch hier rein, ja. Das wird jetzt sehr lang alles, aber zum Beispiel jetzt mit den ganzen Zuschauern, die wir getroffen haben. Ich habe da eben jetzt bin ich komplett falsch irgendwie hier gerade abgebogen, ja. Aber dieses ganze Zuschauertreffen gerade, das war irgendwie, das war okay. Das war cool, die Leute zu sehen. Die waren alle korrekt, die wir irgendwie hier dann gerade eben auf der Tour getroffen haben. War nett mal mit denen zu talken mit ein paar von denen und war alles entspannt, alles gut. Auch wenn es vielleicht ein bisschen viel war, ein bisschen Zeit gekostet hat, aber ich konnte mir die Zeit da gerade für nehmen, das war alles vollkommen in Ordnung. Aber insgesamt ist es für mich, Zuschauer zu treffen, eben im Alltag verbinde ich damit nichts Positives. Das mag jetzt hart klingen und es ist nicht so gemeint, dass ich keine Lust habe, euch zu sehen oder sonstiges. Es ist, glaube ich, einfach die Übersättigung. Man hat irgendwann so häufig Zuschauer getroffen, immer und immer wieder. Und vieles wiederholt sich halt einfach auch, gerade das Typische, was man vielleicht jetzt so als umschreiben würde mit dem Begriff Fangirl. Und das ist persönlich, ich kann einfach nicht, ich möchte kein Teenie-Star sein, der Fangirls hat, die ihn vergöttern, was weiß ich. Das bin ich nicht, das will ich nicht, das kann ich nicht, ich fühle mich nicht wohl in dieser Rolle. Und ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob sich irgendjemand, der gerade zuschaut, angesprochen fühlt, aber bitte vergöttert mich nicht, bitte behandelt mich nicht, also wie ein Teenie-Star, wie ein Idol oder sonstiges. Ich bin nur ein ganz normaler Typ hier, der Videos macht für euch. Und ich möchte nicht, ich habe das euch auch schon mal in einem anderen Video gesagt, ich möchte nicht auf so ein hohes Ross gestellt werden. Und ich fühle mich nicht wohl, wenn ihr in der Öffentlichkeit mich ansprecht und ausrastet, kreischt, was auch immer. Und ich bin dafür nicht gemacht, ich möchte das nicht. Und das wollte ich schon seit Ewigkeiten mal sagen und ich habe keinen passenden Zeitpunkt dafür gefunden. Ich habe gedacht, ich muss das gut vorbereiten. Jetzt habe ich null vorbereitet dafür gerade. Ich sag's einfach nur so, weil es mir jetzt dachte, ich, irgendwann muss ich es einfach mal sagen. Ich dachte, ich mache da ein großes Video draus, wo ich mir sehr viele Gedanken drüber mache, wie ich das formuliere, um niemanden vor den Kopf zu stoßen, weil man macht sich sehr angreifbar damit, wenn ich euch jetzt sage, ich möchte irgendwie nicht angesprochen werden oder so. Dann kommen direkt die Vorwürfe, dass ich mich nicht um meine Zuschauer kümmern würde oder mir das oder sonstiges, oder dass ich nicht dankbar wäre oder was auch immer. Ich bin mega dankbar für alles, was ich erleben darf. Und das da kann ich nur erleben, weil es da draußen Leute gibt, die zuschauen, nämlich ihr. Das ist für mich aber nicht gleichbedeutend mit, dass ich deswegen akzeptieren muss, dass es diese extremen Fans gibt. Fangirls, Teenager eben, die einen
wo man eben in dieser Phase, da das ist normal, dass man Boybands oder so mega abfeiert und irgendwie drauf, also jetzt als Mädchen zum Beispiel, nur ein Klischee, ja, das ist nicht allgemein, nur ein Klischee. Und ich glaube, diese Rolle nehmen halt YouTuber für viele mittlerweile ein. Und ich gehöre auch dazu. Ich habe kein besonderes Talent, ich kann nicht singen, ich kann nicht wirklich tanzen. Ich bin einfach nur irgendein Junge, aber trotzdem gibt es eben viele, gibt es eben auch bei mir viele weibliche Fans irgendwie, die in dem Alter, und mit weiblichen Fans meine ich nicht jeden einzelnen Zuschauer so, aber eben wirklich diesem klassischen Boyband-Phänomen irgendwie folgt, was auch immer. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen Schwachsinn rede und vor allem unstrukturiert. Wie gesagt, es ist hier nichts vorbereitet, aber ich wollte es jetzt einfach mal irgendwie rauslassen, was ich sage. Und ich möchte das alles nicht. Ich finde es richtig cool, teilweise euch zu treffen, vor allem aber immer, wenn ihr der Erste an dem jeweiligen Tag seid. So, und das ist dann so, hey, cool, kurz gesehen, fertig. Aber wenn das immer und immer wieder passiert, wenn es im Alltag passiert, wenn ich gerade einkaufe oder was auch immer, dann möchte ich nicht angesprochen werden. Denn es reicht, es ist nicht nur das Ansprechen, es ist einfach dieses ständige Gefühl, wird man beobachtet. Das schränkt einen enorm ein. Das genieße ich so im Ausland, dass ich mir da keine Sorgen drüber machen kann. Da fühle ich mich viel freier. So fühle ich mich gerade hier in Köln extrem eingeschränkt. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass ich ewig in Köln leben kann. Weil es hier einfach extrem ist, weil es hier halt Leute gibt, viele Leute, viele Fans, die nach Köln reisen. Ich benutze gerade das Wort Fan so viel, ich habe das früher eigentlich immer vermieden, und weil ich möchte eben keine Fans haben, und ihr seid nicht meine Fans, ihr seid meine Zuschauer. Aber trotzdem gibt es einige von euch, die Fans sind, was auch vollkommen in Ordnung ist, keine Frage. Aber dieses extreme Fangirl-mäßige Ding, das kann ich nicht. Ich finde das okay, ich denke, das gehört dazu, das ist menschlich, wie eben bei Boybands und so weiter und so fort, auch wenn die eben immer von der Industrie eigentlich gesteuert werden, solche Boybands, und das Ganze und alles vermarktet wird und ausgeschlachtet wird. Trotzdem, hey, das ist okay, das gehört dazu. Und es ist auch okay, wenn es YouTuber gibt, die eben genau so sind und genau solche Fans haben und so weiter. Ich finde es nicht total schlimm, diese Zuschauer dürfen nicht ausgenutzt werden. Aber ich das ist ein anderes Thema. So, da möchte ich mich aber auf jeden Fall nicht dazu rechnen. Ich möchte nicht euch irgendwie so tun, als ob ihr irgendwie meine Familie seid oder dass ich euch liebe. Das ist nicht so. Ich bin euch unendlich dankbar dafür, dass ihr hier alle zuschaut und mir das ermöglicht, dass ich so lebe und euch, dass ich meine Leidenschaft eben zu meinem Beruf machen konnte. Aber das ist einfach was anderes. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, ja. Was erzähle ich hier alles gerade? Ich weiß auch nicht. Aber worauf möchte ich eigentlich hinaus? Ich möchte einfach für mich diese Trennung haben. Ich mag es auch nicht, wenn ich zuschaue. Ich mag es nicht, wenn man diese große Nähe zu Zuschauern hat. Ich mag mich mit euch unterhalten und was erfahren, wenn ich die Zeit dafür habe. Ja, deswegen im Alltag häufig auch nicht. Aber wenn man es irgendwo mal passt, dann freue ich mich immer riesig, irgendwie zu erfahren, was die Zuschauer denken, wie sie dazu gekommen sind, die Videos zu schauen, was sie darüber denken, wann sie schauen, wie und so weiter. Bei vielen gehört es irgendwie auch so zu einem Ritual, praktisch fast schon dazu, immer so, gerade wenn Vlogs kommen, die eben morgens im Frühstück zu schauen, was sozusagen ich am letzten Tag gemacht habe und mitzufiebern, was als nächstes passiert und so weiter. Auch bei den Gaming-Videos und so, gerade so große Projekte wie Varo und so weiter. Das finde ich immer cool zu hören. Und ich finde es cool, dass ich solche aktiven Zuschauer habe, und das ist ein großes Glück auf jeden Fall. Aber ich mag es, wie ich ja mehrfach schon gesagt habe, nicht Fans zu haben. Ich mag nicht so behandelt zu werden. Diese Trophäenjagd teilweise eben auch, dass Leute eben einfach ankommen und Fotos machen, also im Sinne von hey, Foto, hey, und schnell zum nächsten YouTube und Foto, hey, und tschüss und weg, und dass da fühlt man sich als Objekt benutzt, und vor allem bin ich ein ganz normaler Typ, und ich mag das nicht. Und ich wollte schon ewig mal ein Video machen, wo ich euch das sage, und indem ich auch sage, um es einfach mal in einem Video zu haben, damit ich darauf auch verweisen kann für euch. Ich mag es nicht,
Zuschauer einfach so zu umarmen. Ich hasse es, Fotos zu machen, Fotos davon, diese Umarmungsfotos, was ja sehr häufig nachgefragt wird. Ja, wirklich, dass man, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, die Leute kommen an und fragen einen, ob man ein Umarmungsfoto machen kann. Das heißt, sie umarmen einen und eine Freundin fotografiert das. Und das ist für mich so ein bisschen ein Inbegriff dieser ganzen Sache, dieses Fan-YouTube-Ding. Diese vorgegaukelte Nähe im Endeffekt, was in diesem Fall auch die Zuschauer sich selbst dann vorgaukeln, indem sie einen umarmen und so dieses Foto haben, in der Erinnerung sozusagen, man sei demjenigen nahe gewesen. Und das stört mich einfach und ich möchte das nicht. Und deswegen frag mich bitte nicht nach sowas. Ich möchte das nicht. Ich finde es gerade, wenn ich mal zwischendurch irgendwie gerade Zeit habe und das gerade irgendwie passt, ein Foto kurz unterhalten, hey, das ist alles cool. Ich habe auch Idole, ich habe da auch mal drüber gesprochen, oder Idole vielleicht nicht unbedingt, aber Vorbilder, Inspirationsquellen und Leute, die ich einfach cool finde. Musiker, Woody Allen zum Beispiel. Wenn ich den irgendwo bei einer Show treffe, dann Woody Allen zum Beispiel bei seinen Shows, steht er immer mehrere Stunden davor beim Merchstand und man kann mit ihm Fotos machen. Und er nimmt sich die Zeit dafür und das finde ich super cool und da mache ich dann auch ein Foto. Und es ist nur ein kurzes Foto, aber das ist für mich eben die Erinnerung daran. Was heißt die Erinnerung? Ein feststehendes Bild. Sozusagen davon, was das komplettiert, dass man so viel Musik von demjenigen hört und da vielleicht auch eigene Erinnerungen daran hat und so weiter und so fort. Und das kann ich auch verstehen, wenn man ein Foto mit YouTuber macht, weil man das eben auch mit dem, einfach da auch mit der Erinnerung verknüpft, dass man so viel irgendwie mit diesem YouTuber irgendwie verbindet, weil man ihn jeden Tag schaut oder was auch immer. Finde ich passt so. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber eben diese Umarmung und so weiter, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte auch nicht in Fangruppen auf WhatsApp Nachrichten einsprechen, wirklich nicht. Wenn es mal irgendwas ganz Spezielles ist, mal jemanden grüßen oder so, einmal okay. Aber ich kenne das eben von diesen großen Autogrammstunden. Wir waren das neulich auf der U-Messe. Einfach immer für irgendjemanden in irgendwelche Fangruppen irgendwas Blödes reinsprechen, nur damit man irgendwie da irgendwas da drin hat, irgendeine Nachricht. Ich hasse das. Ich möchte nicht, ich fühle mich wie ein Objekt, ich fühle mich dann da irgendwie benutzt für irgendwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich möchte nicht irgendwie ein Star sein, der irgendwie für sowas da ist. Ich bin YouTuber. Ich möchte euch mitnehmen mit meinen Videos irgendwo hin. Ich möchte Spaß haben und das unterhalten mit so Gaming-Videos, sowas. Ich bin kein Star und ich möchte nicht so behandelt werden. Das musste alles irgendwie mal raus. Und ich habe noch viel mehr zu sagen. Es hat sich einfach heute eben angefühlt, trotzdem aber einfach dieses Rumfahren und so, wie die Anfangszeit hier, als ich eben ins YouTube-Haus eingezogen bin. Als ich eben auch diese große... Es war für mich so ein Symbol von Freiheit, dass wir nachts immer rausgegangen sind und mit dem Longboard längs gefahren sind und nicht nur meine YouTube-Videos hatten, nur mein YouTube-Kanal. Und eben zu dem Zeitpunkt, als wir hier eingezogen sind ins YouTube-Haus, war eben gerade mein Studium vorbei und ich hatte ich Studium und YouTube parallel gemacht und das war am Ende richtig schlimm. Dazu gibt es ja auch ein älteres Video. Und ich hatte einfach für nichts mehr Zeit und war komplett körperlich auch fertig. Und das war... So die große Revolution praktisch dann damals, dass ich dann für ein paar Monate richtig frei war und einfach alles gemacht habe. Und dann kamen immer mehr Projekte und so weiter dazu und es hat sich wieder ein bisschen angepasst, dass ich doch relativ wenig Zeit habe mittlerweile. Teilweise extrem wenig Zeit. Jetzt nicht nur, weil ich das große private Projekt habe, was ich auch jetzt einmal mal sagen kann. Ich ziehe um. Jetzt ist es raus. Jetzt kann ich euch gleich auch noch sagen, warum und wieso und weshalb. Aber... man hat mittlerweile viele Projekte, viele Reisen, die man machen möchte, halt einfach auch viele coole Dinge, die auf einmal halt kommen. Auch sowas wie die U-Messe in Berlin, wo man einfach dann mal eben hinfliegt und was eben auch Zeit kostet und man dann mal ein Wochenende weg ist. Aber dadurch habe ich einen relativ engen Zeitplan halt. Man macht mehr Videos. Ich mache jetzt nur ein und manchmal zwei Videos pro Woche und schon steht überall in den Kommentaren, wieso machst du so wenig Videos? So, und das liegt eben jetzt an meinem Umzug. Aber ihr wollt mehr Videos. Ich mache gerne mehr Videos. Ich habe ja Spaß daran. Und so weiter. Aber es kostet auf jeden Fall richtig viel Zeit und ich habe seltener jetzt die Möglichkeit gehabt, eben sowas wie heute Abend einfach mal zu machen. Und das war schön, heute wieder dieses Freiheitsgefühl irgendwie zu haben. Aber gleichzeitig hat man eben auch gemerkt, gerade dadurch, dass wir eben auch so viele Zuschauer wieder getroffen haben, dass das alles nicht mehr so easy ist wie damals, als wir noch kleiner waren und nicht so, also auf YouTube kleiner waren sozusagen und weniger häufig angesprochen werden wurden in der Stadt und so weiter. Extrem ist das hier auch bei uns am YouTube-Haus, hier, wo ich gerade sitze. Und gerade eben, als Simon und ich zurück ins Haus gegangen sind, haben um die Ecke Fans gewartet und wollten Fotos machen, wie wir da reingehen.
in die Eingangstür und es ist einfach nicht länger tragbar für mich. Das möchte ich nicht und deswegen habe ich dann irgendwann jetzt den Entschluss gefasst, dass ich umziehen möchte und habe eine neue Wohnung gefunden, wo es hingeht und ich muss für mich selbst da einfach ganz klar die Regel machen, dass ich in dem Umkreis der neuen Wohnung nirgendwo, egal wie zufällig das alles sein mag, egal was auch immer, muss da für mich einfach innerlich eine Zone machen, wo ich komplett privat bin, wo ich nicht möchte, dass irgendjemand mich irgendwie anspricht und ich keine Fotos mache und so weiter und so fort. Einfach um zu verhindern, dass sowas wie hier passiert, weil wie hier waren wir nicht immer konsequent. Und das schränkt das eigene Leben einfach extrem ein. Und ja, deswegen habe ich den Entschluss gefasst und werde jetzt hier sehr, sehr bald noch in diesem Monat umziehen. Und ich hoffe, ihr respektiert das, und damit meine ich jetzt nicht alle, weil ich glaube, die allermeisten sind sozusagen, in Anführungszeichen, ganz normal und verstehen, dass man nicht zu jemandem einfach nach Hause geht oder da wartet und auch nicht im Umkreis wartet. Es gibt auch wirklich Leute, die extra nach Köln kommen und zwischen unserer Wohnung und dem Bahnhof, was ein langes Stück ist, aber die irgendwo dort warten, weil die halt wissen, wie die Strecke ist und wissen, dass man dann irgendwann mal, dass es gut sein könnte, dass da jemand längs fährt und denken, dass es okay wäre, weil man nicht direkt bei der Wohnung wäre. Was ja schon impliziert, dass sie wissen, wo die Wohnung ist. Aber nein, Leute, ich bitte, falls ihr gerade zuseht und irgendwie euch darüber ärgert, das, was ich hier erzähle, bitte, ich möchte das nicht und ich finde es vollkommen okay, wenn ihr mich da nicht cool findet. Und dann geht's, das ist okay. Ich möchte Videos machen für Zuschauer und nicht für fanatische Fans. Das ist mein Punkt. So. Ja. Gut, ich glaube, ich habe langsam alles ausgeplaudert und viel zu viel. Das ist nicht wahr. Das kann doch nicht. Nein, ich kann nicht so lange gesprochen haben. Ich wollte längst unten sein, aber es musste einfach mal raus. Jetzt wisst ihr auch, was mich so viel Zeit gekostet hat in letzter Zeit, der Umzug eben, weil erst seitdem ich aus den USA zurück bin, ich mich um diesen Umzug eben kümmern kann und alles jetzt sozusagen darauf kommt und das alles Mögliche neu gekauft werden muss. Es muss sich um so Elektriker, Handwerker, alles Mögliche gekümmert werden, der Umzugstermin, Umzugsunternehmen, Freigaben für die Parkplätze, dass man überall hin kann und so weiter und so fort. Da ist viel zu machen. Nebenbei muss ich meine YouTube-Videos machen. Ich kümmere mich darum, dass es neue Spielkind-Sachen gibt, was mir ein sehr großes Anliegen ist, weil ich da auch sehr viel Spaß dran habe. Und da könnt ihr euch drauf freuen, dass da gibt es bald neuere Sachen wieder. Und das alles kostet sehr viel Zeit, aber das wird dann nach dem Umzug sich dann wieder einpendeln, dass wieder alles ein bisschen besser passt. Gamescom kommt und so weiter. Wo auch der Video Day ist, wo ich mir noch nicht so sicher bin, ob ich da hingehe, weil es auf der U ich auch einfach wieder gemerkt habe, ich möchte nicht eben dieses Star-Ding haben. Ich möchte nicht da sitzen und Autogramme schreiben. Es ist nicht mein... Das ist nicht meine Natur irgendwie, ich kann das nicht so gut. So. Für einen Tag manchmal, okay, letztes Jahr weiß ich noch wieder, das ging für einen Tag, es war witzig, das gemacht zu haben mal, aber nicht langfristig. Vielleicht mache ich es dann dafür auf einen Tag, dass ich mir sage, hey, weil ich weiß, es ist für viele von euch ist das irgendwie ein großer Wunsch, einmal zu treffen, mal Hallo zu sagen, mal ein Foto zu machen und das ist eben eigentlich die einzige Möglichkeit, weil ich eben auch klar sage, ich möchte eigentlich jetzt in der Öffentlichkeit nicht einfach so angesprochen werden, so, und das ist dann die einzige, natürlich, die einzige Möglichkeit eben, mich wirklich richtig zu treffen, dann mal und Hi zu sagen, ohne dass man sich denken muss, okay, fühlt er sich gerade gestört oder nicht. Deswegen, vielleicht mache ich es auf dem Video, dann mal schauen, der kommt ja bald. Das ist jetzt ein extrem langes Video gewesen, was sehr durcheinander ist mit verschiedensten Themen. Ich hoffe trotzdem, es passt irgendwie alles und ihr könnt ein bisschen mich nachvollziehen, was ist. Ich bin sehr gespannt, was unter dem Video steht. Ich kann es nicht genau einschätzen. Vielleicht steht auch unter dem Video, was bist du für ein Arschloch? Was erlaubst du dir so über deine Zuschauer, die dein Leben sozusagen ermöglicht haben, zu reden? Keine Ahnung. Ich hoffe, ich konnte verständlich rüberbringen, was ich sagen wollte. Und ich möchte nur abschließend nochmal sagen, ich bin super dankbar dafür, dass ich dieses Leben hier habe und so alles machen kann und dafür, das geht nur, weil ihr meine Videos zuschaut. Das ist super cool von euch, ja. Ihr seid cool. Danke an euch und jetzt gehe ich gleich nochmal mit Simon was essen
Da freue ich mich sehr drauf, mal zu hören noch weiter, was er alles gemacht hat in der letzten Zeit und einfach komplett privat alles zu machen. Und mal schauen, ob ich in den nächsten Tagen vielleicht weitere Videos, so ohne jetzt so ewig immer zu reden hier, aber weitere Videos mache. Vielleicht auch dann einfach mit der Likra, weil es einfach unkomplizierter ist und einfach natürlicher ist, es einfach zu machen. Und wenn man solche längeren Gespräche hat wie hier, kann man natürlich auch die große Kamera wieder nehmen. Mal schauen, wie ich das alles mache, aber ich habe irgendwie Lust, euch ein paar mehr Kleinigkeiten immer wieder zu zeigen und so coole Videos einfach zu machen, coole Vlogs zu machen. Da freue ich mich irgendwie drauf. Das möchte ich machen. Ja, das war's jetzt von heute im Video. Wenn es euch in irgendeiner Form gefallen hat, dann könnt ihr den Daumen nach oben drücken, falls ihr keinen Kommentar mehr schreiben wollt. Darüber würde ich mich noch mehr freuen, wenn ihr mir einen ausführlichen Kommentar irgendwie schreibt. Das da bin ich sehr gespannt, was alles da steht. Und da freue ich mich, das alles zu lesen. Und ja, wir sehen uns dann wieder. Entweder am nächsten Gaming-Video oder im nächsten Vlog. Vielen Dank heute fürs Zuschauen und macht's gut.